Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es von Großenhain über Dresden Hauptbahnhof nach Halle-Saale Hauptbahnhof, über Riesa, Leipzig, nach Halle an der Saale. Es ist folgende Maskenpflicht. Es gelten folgende Maskenpflichtregeln: nur noch FFP2-Masken oder OP-Masken. Dennoch kann ich euch sagen, mache ich trotzdem eine Doku über die Strecke und wünsche euch mit diesem Video eine angenehme Unterhaltung und viel Spaß. Wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare dann schreiben. Danke!
So, nun ist der Start nach Halle. Über Dresden-Neustadt, Hauptbahnhof, Riesa und Leipzig. Nun hat es allerdings ein paar Monate vorher angefangen zu schneien. Vom 6. Februar auf den 7. Februar so massiv, dass ich für euch keine Videos in Dresden-Neustadt oder Dresden-Hauptbahnhof drehen konnte, denn es sind reihenweise Züge ausgefallen. Was mich sehr geärgert hat, denn das hatte ich geplant am 7. Februar zu machen dieses Jahr. Leider. Dennoch sind nur Aufnahmen aus dem Ort Großenhain entstanden aktuell, aber das soll uns ja nicht am Video stören. Ich freue mich über nette Kommentare im Video und hoffe, euch gefällt es.
Ein recht herzliches Willkommen heute aus Halle an der Saale. Start des Videodrehs war in Leipzig. Nun sind wir aber schon in Halle. Aber erstmal zeige ich euch die Aufnahmen aus Leipzig Hauptbahnhof. Ich wünsche euch mit diesem Video eine angenehme Unterhaltung. Nehmt euch was zu knabbern, setzt euch auf was Bequemes und habt etwas zu trinken da. Thank you.
So, und das war's schon wieder mit diesem Video aus Leipzig und Halle. Nun folgt noch eine kleine Diashow mit Bildern aus dem Tagesausflug nach Halle. Ich wünsche euch damit jetzt auch noch eine angenehme Unterhaltung und dann später noch einen schönen Abend.